Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema formalisiertes Maschenstromverfahren gehen. Kurz vorab, wir haben auch Videos zum formalisierten Knotenpunktpotentialverfahren, aber auch zu den Standardverfahren, also dem Zweigstromverfahren, Maschenstromverfahren und Knotenpunktpotentialverfahren. Heute schauen wir uns als erstes natürlich den Algorithmus mal wieder an. Hier gerade beim formalisierten Maschenstromverfahren muss man ein bisschen Mathematikkenntnisse haben, deswegen sage ich jetzt schon mal vorab, was vielleicht hilfreich wäre. Zum einen wäre es gut, die Cramersche Regel zu kennen. Ich habe sie auch nochmal im Video aufgeführt, ich gehe auch nochmal kurz darauf ein, aber wer sie schon kennt, hat deutliche Vorteile, deswegen schaut euch vielleicht dazu nochmal vorher ein Video an oder versucht es halt mit dem jetzt zu verstehen. Als zweites sollte man Basiswissen über Matrizen und Determinanten haben. Das braucht man halt für die Cramersche Regel, aber Matrizen und Determinanten kommen so oder so im Maschenstromverfahren dran, also Matrizen vor allem. Bedeutet, ein bisschen Ahnung über Matrizen wäre schon nicht schlecht. Ich gehe auch nochmal auf alles ein, aber ich werde jetzt nicht eine Matrix erklären können. Dann wäre es drittens vielleicht noch hilfreich, das Video zum Maschenstromverfahren gesehen zu haben, was wir gemacht haben. Da geht es um genau die gleiche Beispielschaltung wie die wir jetzt rechnen. Und wer das Maschenstromverfahren verstanden hat, der versteht definitiv auch das formalisierte Maschenstromverfahren. Das formalisierte Maschenstromverfahren ist nur einfach deutlich einfacher und übersichtlicher, baut allerdings auf dem Maschenstromverfahren auf. Deswegen, wenn ihr das vorher anschauen wollt, das Maschenstromverfahren-Video ist ja auch nochmal unten verlinkt. Ja, genau. Ansonsten würde ich jetzt anfangen mit dem Algorithmus. Ich zeige vielleicht nochmal kurz vorab, was wir gleich überhaupt analysieren werden. Also hier ist wieder unsere typische Beispielschaltung, die ich auch in den anderen Videos schon zu allen anderen möglichen Schaltungen, Analyseverfahren, Algorithmen durchfabriziert habe. Da haben wir zum Beispiel jetzt hier diese Schaltung, die ich mir vorgenommen habe, auch nochmal die Cramersche Regel erklärt und anhand von der werden wir diesen Algorithmus, den ich jetzt durchgehe, gleich einmal besprechen. Also wie sieht der Algorithmus überhaupt aus? Die ersten Punkte sind gleich wie beim Maschenstromverfahren. Also als erstes muss man wieder umwandeln aller Strom in Spannungsquellen, da man beim Maschenstromverfahren eben Spannungsquellen benötigt, um eben alles anwenden zu können. Dann muss man festlegen der Zählpfeile für Strom und Spannung, und zwar der Strom- und Spannungspfeile, die man am Ende auch sucht. Also man möchte ja im Endeffekt alle Ströme in jedem Zweig und alle Spannungen über jedem Bauteil kennen. Und diese Pfeile muss man halt eben im zweiten Schritt festlegen. Im dritten Fall definieren wir unsere imaginären Maschenströme, also Ströme, die quasi gar nicht existieren. Wir tun aber so, als wären sie da. Dabei sind es eigentlich nur Überlagerungen aus den Strömen und Spannungen, die wir oben in Teil 2 schon aufgestellt haben. Der Vorteil ist, dass in diesen Maschenströmen weniger Ströme benötigt werden, um das gesamte Netzwerk zu beschreiben. Deswegen benutzt man im Maschenstromverfahren eben diese Maschenströme. Im vierten Schritt machen wir die Matrix-Schreibweise. Da haben wir jetzt die Abänderung. Die ersten drei Schritte sind identisch zum Maschenstromverfahren. Der vierte Schritt ist jetzt eben formalisiertes Maschenstromverfahren. Das heißt, wir stellen jetzt statt die normalen Gleichungen einfach als Gleichungssystem aufzustellen, stellen wir die Gleichung in einer Matrix auf. Ist ja eigentlich das Gleiche. Allerdings haben wir hier halt für jeden Eintrag tatsächlich auch ein Element, das wir aufstellen müssen. Kommen wir auch nochmal gleich zu. Und im fünften Schritt machen wir dann die Zweigströme aus den Maschenströmen oder berechnen die Zweigströme aus den Maschenströmen. Bedeutet, wir können also quasi mit den Maschenströmen, die wir haben, mit den Spannungen, die wir haben und den Widerständen, die wir haben, im Endeffekt über die Cramersche Regel dann auch unsere gesamten Maschenströme berechnen und damit zurückschließend unsere Zweigströme berechnen. Das hört sich jetzt alles relativ viel an. Wir machen das gleich mal in dem Beispiel. Dann sieht man, dass das gar nicht so komplex ist, wie das jetzt eben klang. Was wichtig ist, ist vielleicht zu Schritt 4, das ist wahrscheinlich der komplexeste hier, wo man auch ein bisschen Mathematik können muss, gerade in Richtung Matrizen. Da haben wir eben eine Matrix, multipliziert mit einem Vektor, ergibt wieder einen Vektor. Also Matrix, viereckige Klammer, Vektor, hat immer einen Pfeil drüber. Wenn man das Ganze aufschreiben würde, sähe das so aus. Wir haben also eine Matrix, die alle unsere Widerstände beinhaltet in diesem Netzwerk. Wir haben eine Matrix, einen Vektor, der alle Maschenströme beinhaltet. Das ist einfach alle Maschenströme untereinander geschrieben, also I1M, I2M bis IMM, wenn wir halt M Maschenströme haben. Und wir haben auf der rechten Seite eben alle Spannungen, die in den jeweiligen Maschen liegen. Also die Summe über die Masche 1, U0i. Also es wäre quasi in dem Endeffekt, wenn ich jetzt sagen würde, das hier wäre eine Masche, dann wären alle Spannungen, die in dieser Masche liegen, eben die U0,1 in meiner ersten Masche. Ich müsste dann quasi summieren über die erste Masche und da haben wir nur U0,1 drin liegen. Sprich, auf der rechten Seite stehen quasi alle Spannungen, die in dieser jeweiligen Masche liegen, die wir eben gerade analysieren drin. Jetzt vielleicht noch die Notation dieser Matrix. Wir sehen hier R11, R12, dann kommt R13 bis R1M und analog hier unten R11, R21 bis RM1. Was bedeutet jetzt R11? Was ist R12? Wir haben gerade in unserer Beispielschaltung gesehen, da gibt es kein R11. Deswegen muss man jetzt gucken, wie die definiert sind. Und zwar RII, also immer die Widerstände, die zwei gleiche Zahlen haben, R11, R22, R33, also alle auf der Diagonalen, sind die Summe aller Widerstände in der Masche I. Bedeutet, wenn wir uns eine Masche aussuchen, die bilden wir, dann müssen wir in dieser Masche alle Widerstände, die diese Masche umschließt oder beinhaltet, einfach nur aufsummieren. Und das ist dann eben
der Widerstand RII. Also zum Beispiel in der Masche 1, R11, müssen wir alle Widerstände, die in der Masche 1 sind, aufsummieren. RIJ ist die Summe der gemeinsamen Widerstände von der Masche I und der Masche J. Das heißt, wir schauen uns an, wo treffen diese Maschen aufeinander. Treffen sie überhaupt aufeinander? Wenn sie nicht aufeinander treffen, ist es halt eben eine Null. Wenn sie aufeinander treffen, die Maschen, in sich irgendeinen Zweig teilen und da eben ein Widerstand drin ist, dann ist dieser Widerstand eben genau der Widerstand, der in diesem Element steht. Also zum Beispiel R12 wäre der Widerstand, der zwischen der Masche 1 und der Masche 2 existiert. Somit sehen wir auch schon, R21 ist das gleiche wie R12, weil der Widerstand, der geteilt wird von Masche 1 und 2, ist der gleiche Widerstand, der geteilt wird von Masche 2 und 1. Wichtig ist hierbei bei dem zweiten Schritt, das Vorzeichen dieses Widerstands zu beachten. Und zwar, wenn der Maschestrom von der ersten Masche zum Beispiel parallel zum Maschestrom von der zweiten Masche in diesem Zweig, den sich die beiden teilen, läuft, dann ist das Vorzeichen positiv. Wenn der Maschenstrom von der ersten Masche zum Beispiel entgegengesetzt von dem Maschenstrom von der zweiten Masche läuft, dann ist das Vorzeichen von dem Widerstand RIJ eben negativ. Sehen wir gleich auch nochmal ein Beispiel, kommt auch nochmal dran. Ich denke, das ist leichter, als wenn man das hier formalisiert einmal erklärt. Ich will es trotzdem mal kurz nennen. Dann noch zu dem Vektor hier mit der Summe. Da müssen wir alle Spannungsquellen quasi aufsummieren, die in der jeweiligen Masche sind. Auch dort müssen wir ein Vorzeichen beachten. Und zwar, wenn der Maschenstrom gleichgerichtet ist wie die Spannung, also in die gleiche Richtung geht vom Pfeil, dann ist das Vorzeichen von unserer Spannung U0i negativ. Bisschen komisch, aber gleichgerichtet bedeutet, unsere Spannung, die hier eben gleichgerichtet mit dem Maschenstrom ist, wird negativ eingezählt. Und wenn sie entgegengesetzt sind, also unser Spannung U0i im Gegensatz zum Maschenstrom IIM ist, dann ist das Vorzeichen unserer Spannung eben positiv. Also bei den Spannungen dran denken, entgegengesetzt ist positiv und gleichgerichtet ist negativ. Bei den Widerständen gleichgerichtet positiv, entgegengerichtet negativ. Bisschen verwirrend, aber ich denke bis dahin soweit klar. Kramersche Regel gehen wir gleich drauf ein, wenn wir soweit sind. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir mit dem Beispiel anfangen und erstmal den Algorithmus grob durchgehen, damit wir grob verstehen, was hier überhaupt abgeht. Okay, also schauen wir uns mal an. Wir müssen erstmal umwandeln aller Strom in Spannungsquellen. Wir sehen schon, okay, unsere Spannungsquellen sind schon alle Spannungsquellen. Wir haben gar keine Stromquellen, also damit ist Schritt 1 schon mal getan. Wie gesagt, das ist nicht immer so. Wenn wir eine Stromquelle haben, dann denken dran, die erst eine Spannungsquelle umzurechnen. Zweitens das Festlegen der Zählpfeile für Strom und Spannung. Das ist wirklich frei wählbar, das kann man machen, wie man möchte. Ich nehme mal vielleicht eine andere Farbe für. Da darf man sich wirklich sagen, okay, ich lege die hin, wo ich möchte. Ich sage zum Beispiel, der Strom I1 soll durch den Widerstand R1 fließen, nach rechts. Ist egal, im Endeffekt kommt das richtige Vorzeichen so oder so raus. Man muss es nur am Anfang machen, damit man halt diesen Algorithmus gleich durchgehen kann. Dann sage ich, okay, durch den Widerstand R2 fließt der Strom I2. Und durch den Widerstand R3 fließt der Strom I3. Und ich habe mir die Pfeile jetzt einfach in diese Richtung definiert, weil ich das in den anderen Videos auch schon so gemacht habe, sodass man einen guten Vergleich hat, wenn ihr noch ein anderes Video anschaut, dass auch tatsächlich genau das gleiche rauskommt von den Ergebnissen. Gut, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auch hier sagen, okay, dann fällt jetzt über den Widerstand R1 die Spannung U1 ab, über R2 die Spannung U2 und über R3 U3. Ist, denke ich, soweit klar, was in Schritt 2 gemeint ist mit Festlegen der Zählpfeile für Strom und Spannung. Dann kommt drittens Maschenströme definieren. Da müssen wir jetzt wirklich schauen, wie können wir uns die reinlegen. Das ist auch wieder frei definierbar. Da muss man sich halt nur überlegen, wo liegen jetzt eben Maschen. Wie man genau auf Maschen kommt, das ist näher erklärt im Maschenstromverfahren-Video. Ich denke, dass das hier beim Formalisieren schon bekannt ist. Ich lege mir also quasi eine Masche jetzt hier rein. Das nenne ich mal IM1, also der Maschenstrom 1. Und noch eine Masche hier rein, die nenne ich IM2, also Maschenstrom 2. Bedeutet nichts anderes, als dass ich sage, okay, es fließen jetzt nur noch zwei Ströme. Ein Strom, der fließt durch diese Masche und ein Strom, der fließt durch diese Masche. Und damit haben wir unsere beiden Maschenströme definiert und hätten damit auch Schritt 3 schon definiert. Jetzt müssen wir die Matrix-Schreibweise aufstellen. Wie gesagt, um die Matrix-Schreibweise aufzustellen, empfehle ich hier auf zu viertens zu gucken, also auf diesen Punkt. Ich schiebe das mal gerade so weit hoch, dass wir eben nur noch das sehen, sonst haben wir gleich keinen Platz mehr zum Rechnen. Wunderbar. Genau. Wenn wir das Ganze jetzt so gewählt haben an der Stelle, dann können wir jetzt also bis dahin die Matrix-Schreibweise schon mal aufstellen. Machen wir mal hier gerade ein bisschen Absatz. Die Matrix-Schreibweise sagt ja, ich muss erstmal diese Widerstände irgendwie in die Matrix reinkriegen. Das geht relativ einfach. Da muss man einfach nur schauen, okay, ich stelle jetzt diese Matrix R auf. R beinhaltet ja als erstes Element R11. Das ist die Summe aller Widerstände in der Masche 11, also in der Masche I. RII ist die Summe der Widerstände in der Masche I, deswegen ist R11 die Summe der Widerstände in Masche 1. Schauen wir uns an, in dieser Masche 1 verläuft ja genau R1 und R3 drin. Wir sehen, hier ist die Masche, R2 läuft da nicht drin, nur R1 und R3, deswegen ist es R1 plus R3.
Wunderbar, dann wollen wir jetzt noch R1,2 machen. R1,2 ist quasi die Summe der gemeinsamen Widerstände von Masche I und Masche J. Also in R1,2 wäre es die Summe der gemeinsamen Widerstände von Masche 1 und Masche 2. Und dann sehen wir, diese beiden teilen sich ja nur den Widerstand R3. Da gehen beide Ströme durch. Das heißt, nur R3 wird sich geteilt. Jetzt aufpassen, ich muss noch schauen, ist das Vorzeichen dieses Widerstandes, den wir teilen, also R3 positiv oder negativ, in der Matrix festgelegt. Und da muss man halt schauen, gehen die Ströme in die gleiche oder in entgegengesetzte Richtung. Ich sehe, der Strom IM1 geht nach unten durch, der Strom IM2 geht nach oben durch. Dementsprechend sind die entgegengesetzt und damit ist das Vorzeichen negativ, womit mein Widerstand, der geteilt wird, also R3, mit einem negativen Vorzeichen in die Matrix eingeht. Und wie wir schon gesagt haben, okay, analog geht natürlich auch R2 1, also wenn R1 2 minus R3 ist, dann ist auch der geteilte Widerstand von Masche 2 zu Masche 1 minus R3. Also die Diagonalen sind immer identisch in dieser Matrix. Es ist eine symmetrische Matrix. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch als letztes ausrechnen, was ist R2 2? Das ist wieder die Summe aller Widerstände in der Masche 2. Die Summe aller Widerstände in der Masche 2 ist ja eben die Summe aller Widerstände in dieser Masche. Das ist R3 plus R2 oder R2 plus R3 an der Stelle. Wunderbar. Dann müssen wir jetzt noch den Maschenstromvektor aufstellen. Den habe ich ja mit I betitelt hier an der Stelle. Das soll mein I sein. Das ist nichts anderes als in dem Fall I Maschenstrom 1 und I Maschenstrom 2. Das ist einfach immer gleich. Also da muss man nur gucken, wie viele Dimensionen hat dieser Vektor. Wir haben nur zwei Maschenströme, also auch nur zwei Elemente. Und jetzt kommt noch mal was ein bisschen Schwierigeres. Da müssen wir also wieder den Vektor aufstellen von unserer Spannung. Da müssen wir wieder diese Regeln hier befolgen. Unser Spannungsvektor, da steht ja genau Summe M1 U0, I. Also Summe über die gesamte Masche 1 von allen Grundspannungen, die in dieser Masche liegen. Da muss ich also gucken, okay, in dieser ersten Masche liegt ja nur diese Grundspannung U0, I, die wir tatsächlich haben. Und jetzt müssen wir noch schauen, verläuft diese Spannung entgegen oder mit dem Maschenstrom? Und wir sehen, U0, I läuft nach unten, der Maschenstrom läuft nach oben. Damit laufen die entgegengesetzt und damit ist das Vorzeichen positiv. Deswegen haben wir oben U0, I mit einem positiven Vorzeichen. Gleiches gilt für das zweite Element. Da schauen wir uns jetzt an, okay, der Maschenstrom 2 läuft rechts rum. Die Spannung fällt nach unten ab, also das heißt, der Strom geht nach unten und die Spannung geht nach unten. Damit ist das Vorzeichen von Strom und Spannung in der zweiten Masche gleichgerichtet oder die Pfeilrichtung ist gleichgerichtet und damit ist das Vorzeichen der Spannung, mit der sie in den Vektor eingeht, eben negativ, weil gleichgerichtet eben hier ein negatives Vorzeichen bedeutet nach der Regel. Wunderbar, dann haben wir also U0,1 und minus U0,2 auch noch als Vektor aufgestellt. Und jetzt an der Stelle sind wir fast fertig, jetzt brauchen wir die Cramersche Regel. Und zwar, ja, wie erkläre ich das am schlauesten? Also die Cramersche Regel besagt, dass wir ein Element einer Gleichung, also wir schauen uns am besten erstmal hier diese Gleichung an, wir haben Matrix mal Vektor ist gleich Vektor. Wenn ich jetzt ein Element aus diesem Vektor bestimmen möchte, was ich möchte ja am liebsten alle Maschenströme haben, dann kann ich die Cramersche Regel verwenden. Diese besagt nämlich, dass zum Beispiel das ite Element dieses Vektors, also sagen wir zum Beispiel das zweite Element des Vektors, also i2m zum Beispiel, das kann ich berechnen, indem ich die Determinante von R2 geteilt durch die Determinante von R rechne. Okay, R2 kennen wir jetzt noch nicht, aber gehen wir zur Determinante von R. Das heißt, wir müssen einfach von dieser R-Matrix, beziehungsweise von dieser R-Matrix die Determinante ausrechnen und haben schon mal den unteren Teil. Den müssen wir teilen, oder beziehungsweise das ist das, was eben im Nenner steht von dem Bruch. Und im Zähler von dem Bruch steht eben diese Determinante R2. Dann müssen wir uns jetzt überlegen, was ist die Determinante R2. Das ist auch gar nicht so schwierig. Bei der Determinante R2 mache ich einfach wie analog die Determinante von R zu berechnen. Nur, dass ich eben bei R, also unserer Matrix von den Widerständen, die zweite Spalte eben durch den Spannungsvektor ersetze. Bedeutet R2, da ersetze ich die zweite Spalte durch den Spannungsvektor in dieser Matrix von den ganzen Widerständen. Bei R1 würde ich die erste Spalte ersetzen, bei R5 würde ich die fünfte Spalte ersetzen durch den Spannungsvektor. Ja? Das heißt, dieses Index, die Zahl im Index bestimmt nur, welche Spalte ersetzt wird durch einen Vektor der Spannung. Genau, das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, für I1m, I1m ist nichts anderes als die Determinante von R1 geteilt durch die Determinante von R. Und das ist nichts anderes wie die
Determinante von, wenn ich R1 ausrechne, muss ich die erste Spalte durch den Spannungsvektor ersetzen. Das heißt, die erste Spalte von dieser Matrix ist R1 plus R3 und minus R3. Das ersetze ich durch diesen Vektor. Das wäre um 0,1 minus um 0,2. Und der zweite Vektor, also die zweite Spalte bleibt gleich. Das ist minus R3 und R2 plus R3. Und unten berechne ich nur die Determinante von R. Das ist also die Determinante meiner Widerstände hier. Das ist R1 plus R3 minus R3. Minus R3 und R2 plus R3. So, das muss ich jetzt nur noch ausmultiplizieren. Wie man eine Determinante berechnet, wie gesagt, das setze ich als voraus, also als Wissen voraus. Hier bei einer 2 kreuz 2 ist es relativ einfach. Da macht man einfach die Diagonale minus diese Diagonale. Das heißt, in dem Fall haben wir U0,1 mal R2 plus R3. R2 plus R3. Und dann minus diese Diagonale. Dieser Diagonale ist U0,2 mal R3 mal minus ist plus. Also U0,2 mal R3 mit einem negativen Vorzeichen ist minus R3 mal U0,2 an der Stelle. Wunderbar. Dann kann ich jetzt noch eben die untere Determinante ausrechnen. Das ist R1 plus R3. Also auch wieder die Diagonalen halt. Diese mal diese minus diese mal diese. Also mal R2 plus R3 minus R3 mal minus R3 ist das gleiche wie plus R3 mal plus R3, das ist R3 Quadrat. Und damit habe ich das hier ausgerechnet. Wenn das ein bisschen zu schnell geht, dann rechnet ruhig die Determinanten mal selbst aus. Ist an der Stelle wirklich nicht allzu schwierig. Dann haben wir also, wenn ich das noch kurz kürzen darf, R2 plus R3. R2 plus R3 mal U0,1 minus R3 mal U0,2 geteilt durch. Und wenn ich das ausmultipliziere, habe ich R1, R2. Und dann R1, R3, also plus R1, R3, dann plus R2, R3, R2, R3, plus R3 mal R3 ist R3 Quadrat, minus R3 Quadrat fällt also die R3 Quadrat schon weg. Und wir haben nur noch das da stehen für I1M, also den ersten Maschenstrom. Wunderbar, analog funktioniert der zweite Maschenstrom, das ist das gleiche, das ist Determinante von R2 geteilt durch Determinante von R. Das ist also die Determinante von, jetzt wird es ein bisschen eng hier, dem Blatt. Das ist die Determinante von der Matrix R mit der zweiten Spalte ersetzt, also R1 plus R3 und minus R3. Und dann hier diese Spalte ersetzt, das ist U0,1 minus U0,2. Also ich habe jetzt nichts anderes getan, als diese Spalte ersetzt mit dem Vektor, wie halt die Definition bei der Cramerschen Regel lautet. Und das ist geteilt durch die Determinante von dem R, was ja R1 plus R3 ist, minus R3 ist, minus R3 ist und R2 plus R3 ist. Und das ist nichts anderes als, ich muss es wieder ausmultiplizieren, also R1 plus R3 mal minus U0,2, also R1 plus R3 mit einem Minus vorgesehen, mit U0,2 multipliziert, minus R3, also minus diese Diagonale, minus diese Diagonale, das heißt, dieses Minus kürze ich mit dem Minus dieser Diagonale weg und wir haben plus R3 mal U0,1 geteilt durch und jetzt das hier unten, die Determinante ist wieder genau die gleiche Determinante wie das hier, das heißt, es ist das gleiche wie hier unten in dem Bruch, das war ja R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Und damit habe ich auch mein I2M ausgerechnet. Also ich habe jetzt beide Maschenströme. Ich schreibe sie gerade nochmal ordentlich hin. Also der erste Maschenstrom war U0,1 mal R2 plus R3 minus R3 mal U0,2 geteilt durch R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Der zweite Maschenstrom ist nichts anderes wie das, was hier steht. Das ist R3 mal U0,1 minus R1 plus R3 mal U0,2. Und der Nenner ist identisch. R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. So, und jetzt haben wir unsere Maschenströme festgelegt. Es folgt nur noch der fünfte Schritt in unserem Fall. Das ist Zweigströme aus Maschenströmen berechnen. Da brauchen wir jetzt quasi nur noch unser Bild hier uns anschauen. Denn da sehen wir in diesem Bild der Zweigstrom I1, da läuft der Maschenstrom komplett durch und nichts anderes läuft da durch. Das heißt, I1 ist das gleiche wie I Maschenstrom 1.
Dann schauen wir uns I2 an. Bei I2 sehen wir, okay, hier läuft I2 lang, hier läuft nichts anderes als IM2 lang. Also der Maschenstrom 1 läuft ja nicht hier durch diesen Zweig durch, der läuft nur der Maschenstrom 2 durch. Allerdings ist I2 nach links gerechnet und der Maschenstrom 2 ist nach rechts gerechnet. Von dem her ist I2 eben genau das Negative vom zweiten Maschenstrom, also minus I2M. Jetzt bei I3 ist nochmal ein bisschen tricky. Da sehen wir, okay, I3 läuft hier in der Mitte, da läuft sowohl der Maschenstrom 1 durch als auch der Maschenstrom 2. Der Maschenstrom 1 läuft mit I3, also in die gleiche Richtung. Das heißt, das ist auf jeden Fall I1M und er läuft gegen I2M2, also gegen den Maschenstrom 2, das heißt minus I2M. Und damit können wir jetzt alle aufstellen. Also unser erster Strom, Zweigstrom, ist gleich I1M, das war ja genau U0,1. Mal R2 plus R3 minus R3 mal U0,2 geteilt durch R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Dann unser I2 ist genau minus IM2, das heißt, das hier oben negiert. Das ist das gleiche wie U0,2 mal R1 plus R3 minus R3 mal U0,1 geteilt durch R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Und dann kommt der Maschenstrom, der Strom 3 noch. Das war ja nichts anderes als der erste Maschenstrom minus der zweite Maschenstrom. Das heißt, das minus das. Und da kriegen wir im Endeffekt raus, das ist U0,1. Also da müssen wir nur gucken, die Nenner sind ja glücklicherweise identisch. Das heißt, wir müssen nur die Zähler addieren, beziehungsweise in dem Fall die Zähler subtrahieren. Das heißt, wir schauen uns an, hier ist U0,1 mal R2 plus R3. Hier unten ist U0,1 mal R3. Das wird aber abgezogen. Das heißt, diese R3 kürzt sich mit dieser R3 und wir haben U0,1 mal R2. Analog schauen wir, okay, hier ist minus U0,2. Hier unten haben wir minus R1 plus R3 mal U0,2 mit einem Minus vorgesehen, das heißt, das ist, wird positiv, also R1 plus R3 mal U0,2 minus R3 mal U0,2, da kürzen sich die R3s weg, dementsprechend habe ich plus R1 mal U0,2 geteilt durch R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3 an dieser Stelle stehen. Und damit habe ich final alle meine Ströme ausgerechnet über das formalisierte Maschenstromverfahren. Die stehen jetzt alle hier an dieser Seite und damit könnte ich natürlich jetzt auch alle Spannungen berechnen. Also wenn ich jetzt sage, okay, hier drüber fällt U1 ab, dann weiß ich jetzt daraus, U1 ist ja nichts anderes als R1 mal I1. Multipliziere ich also diesen Term mit R1, dann habe ich auch meinen Fall analog. U2 ist gleich R2 mal I2 und U3 ist gleich R3 mal I3. Mit hier fällt U3 ab und hier fällt U2 ab. Wunderbar. Ich denke, soweit ist das hoffentlich klar, das Maschenstromverfahren bzw. das formalisierte Maschenstromverfahren. Wie gesagt, man muss bedenken, man braucht eine Cramersche Regel, eine Determinante, man muss den Algorithmus immer richtig anwenden, immer die Vorzeichen vor allem beachten. Hier gehen die meisten Fehler drauf, weil man halt eben irgendwie das Vorzeichen, vielleicht gerade weil die Spannung und der Strom parallel läuft und man denkt, das ist ein positives Vorzeichen, da unbedingt immer aufs Formelblatt oder eben gut auswendig lernen, schauen. Und ansonsten, falls es dazu Fragen gibt, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare stellen. Wie gesagt, es gibt zu dem Thema auch noch weitere Videos, gerade zum Maschenstromverfahren, was man anschauen sollte. Und aber auch zum Zweig- und Knotenpunktpotenzialverfahren und natürlich auch zum formalisierten Knotenpunktpotenzialverfahren. Wenn es noch Fragen gibt, dann stellt die, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich versuche darauf zu antworten. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.